Ich bin noch nie probiert, also habe ich schon probiert, aber das geht glaube ich nicht. Dynamo Turk und der LV geht dann auf den ZM. Alles fertig? Warten. Ah, oh, das nervt ja, hoffentlich ist das bald vorbei mit deiner Abseitsstellung da. Es geht ja nur ums Abseits, oder? Wie viele haben raus? Nein, nicht Abseits, alles, alles Mögliche. Abgedrängte Spieler, geklärte Bälle, Abseits, Spiele als Verteidiger. Wie viele Spieler hast du denn jetzt schon abgedrängt? Langsam kommt's, also heute sind schon ein, zwei Freischaltungen gekommen. Stärke, Manndeckung und faire Zweikämpfe ist das meiste, was da kommt. Und dann Übersicht und Stellungsspiel, glaube ich. Reaktion auch noch irgendwo. Und Grätschen. Also ich habe einen Spieler bis jetzt abgedrängt, ich weiß aber nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, das ist halt das, was ich da die ganze Zeit mache, wenn ich dann auf den Ball warte und nehme denen Lauf und die halt abdrängt. Mit dem Schussknopf. Oh, du dummes Schwein. Wenn du neben ihm läufst oder ein bisschen hinter ihm, drückst den Schussknopf kurz, ziehst ihn zurück und dann drängst ihn ab. Und ist das nicht irgendwas mit L2? Ich mach das nie mit L2. Jetzt habe ich ein bisschen zu früh abgedreht. Dachte, ich habe schon den Ball. Aber ist L2 nicht abdrängen? Ich weiß nicht. Abdrängen, ne? Meine ich ja. Auch. Ist das nicht abblocken oder so? Ne, ist ein anderes Abdrängen, was ihr meint. Ja, scheiße. Das ist den Spieler abdrängen, vom Ball so quasi, in Rücken hinhalten. Aber ich glaube, es geht um Spieler abdrängen, also den Ball ablaufen quasi. Na? Das hat er diskutiert. Wer, der Jens oder deiner? Mein Spieler hat mit Gegenspieler diskutiert und ist nicht weggelaufen. Jetzt halt wenigstens ihn reingehauen. So dürfen schießen. Schalat. Alter, heute sind gefühlte 30 Grad draußen, ich war gerade rannen. War dick angezogen und da geschwitzt wie ein Schweine. Dachte, der Fahrtwind ist kalt, aber es ist so warm. Ja, das geht jetzt ganz rasch. Und ich hoffe es, dass es so bleibt und ist. Ja. Was soll das? Ah, ja, scheiße. Geht schon. Wie oft muss ich noch drucken? 27 mal Passknopf. Öfter. Oh, das geht auch so. Gibt's ja nicht. Danke. Was? Das war was? Ah ja. Hast du nicht gesagt, Ecke? Na, danke. Ach so. Das eine Tor gestern war schön, was wir gekriegt haben, wo mich der eigene Bot gelegt hat, Jens, ha? Wo ich gerade dem den Ball wegnehmen wollte. Auf einmal fällt der Bot vor mir hin und der läuft alleine aufs Tor. Verstehe ich auch nicht, der köpft den Ball doch klar drüber übers Tor. Warum gibt's jetzt schwierig? Aber jetzt, oder? Ja, ja, jetzt geht er uns.
Oh, Elmar. Oh. Ja, da mal ran, ne, der Hund. Gut, aber endlich einmal schön freigespielt. Gott. Ich bin voll Idiot. Er ist so dämlich. Ja. Boah! Aber jetzt hat er es wieder gut gemacht. Ein anderer Bot, aber auch ein Bot. Top Abwehr. Wie hat er denn den bitte gehalten? Ja, Wahnsinn. Jo, bei uns. Boah, nicht dahin. Oh. Nicht gefordert, also. Nein, nein, aber der Bot, da kann man gleich einen Gegner geben. Stoppen vor. Oh, schade. Dann. Ups, fast beim Sessel gefallen. Bei dem Rutscher. Na, der ist raus. So, jetzt konzentriert spielen. Aufbauspiel, Kurzpass. Und dann ab die Post. Ta-ta. Ah! Ein erster Ansatz. Schön. Das ist abdrängen. Das könnte abgedrängter gewesen sein. Ja, das war abdrängen. Dabei. Ja, on the run. Na! Oh. Ah, hättest du abschließen dürfen. Ja, du standst aber eigentlich viel besser. Eigentlich, ja. Ja, wenn er dann nur durchkommt. Ja. Sets? Jawohl. Oh, Sets. Scheiße. Hast du Außenrisspass an? Alles. Alles. Vollspannpass, Außenrisspass. Ja. Außer schicken Pass. Oder hebt ihn auf Abseits auf, wenn er jetzt links oben lang kloppen könnte, falls er einen Ball kriegt. Oh, schade, pfeift er ab, der Ficker. Schicke Schlenzer habe ich auch an jetzt. Keine zweite Luft mehr. Nee, das habe ich nicht. Schlenzer? Ja, och, das sind die Mensch. Ballannahmen und so. Also ich habe den Eindruck, wenn ich das anhab, nimmt der Behinderte den Ball an als manchmal sonst. Ja. Also ich habe glaube ich auch das ganze Passzeug an und jetzt als Stürmer habe ich glaube ich noch das Schusszeug noch an. Und ich habe die zweite Luft an, weil wir ja doch sehr oft zurückliegen. Das ist unsere Challenge. Also gestern haben wir jedes Mal in der letzten Minute das Tor gemacht. Ja eben, und da ist es ganz gut, wenn du dann auf einmal nochmal einen Schwung kriegst, wenn du zurückliegst. Ja. Ja, wir sollten mit Handicap anfangen, dass wir jedes Spiel mit 1-0 Rückstand anfangen. Gefühlt ist das ja eh so, oder? Oh. War der Cat gestern angepisst, dass wir mit 2 Stürmern gespielt haben? Ja. Ja, deswegen, egal jetzt. Achso, nimmst du auf, oder was? Ja.
Und dann ist er ohne verletzt, der Schauspieler. Der Schauspieler, sagt er. Wie wäre es, wenn er mal aufsteht? Ja, warte, ich schub's dich noch. Dann liege ich gleich wieder lang. Fliege ich da drüber über dich und bin nur verletzt. Oh. Geht schon wieder, Jens? Ah. Und weg. Oh, dort lauf noch ein bisschen zu. Nee, zu dem habe ich gar nicht gespielt, sondern ja, der Bot, aber der ist auf die Seite gegangen. Das sah kurz so aus, wo der Torwart noch ein bisschen in die Linie gehen hätte, glaub's. Ja. Ich war mir auch nicht sicher, was der jetzt macht. Lässt er ihn einfach abprallen für den Stürmer. Gehst du rechts, rechts raus, links raus? Das, glaub du bist Stürmer, oder? Ja. Komm, mach einen Lack. Oh, jetzt bin ich wieder gedeckt. Oh, geht noch. Aufpfeifen. Oh, der war natürlich schön. Ja. Wieso spielt der denn jetzt hier zurück? Hat nicht gefordert. Okay. Hans Meer in der Abseitslisten. Müssen wir aufpassen. Ja, wie geht denn das? Hat er jetzt seinen Kopf durch meinen Rücken durchgesteckt oder was? Oder er hat dich geschubst, ne? Ja, aber ich war doch vor dem, ganz klar. Ja, ich sagte, er hat dich geschubst. Das kommt vor. Es ist dein Quatsch, ey. Quatsch. Oh ja. Jawohl. Alter, der sah so aus, als würde er vorbeigehen. Ja. Ich hab den wo ganz woanders gesehen, den Ball. Ja, ich auch. War herrlich. Das war der andere Fußball. Cool. Das war ein konzentrierter Angriff. Sehr schön. Wir dürfen wohl lauter Pass spielen und nicht vergessen mal zu schießen. Ah, den muss ich haben. Hat er. Toll. Nein, das ist nicht deine Schuld.
Meine natürlich. Ganz normale Flanke hätte auch getan. Boah, den nimmt er natürlich klasse mal runter. Ah, scheiße. Jawohl. Michi ist schon verletzt. Jein! So ein Host. Super. Das war abgedrängt. Weiß ich aber nicht, ob es zählt, weil er den Ball nicht gekriegt hat. Wieso? Sind da im Ballbesitz? Ja, aber ich weiß nicht, ob du den Ball selbst kriegen musst. Das zählt. Kann sein. Ist manchmal komisch. Oh, ist das ein Muss. Cornervorlage zum Beispiel muss nicht ein direkter, eine direkte Vorlage sein. Bin ich drauf gekommen. Schade. Sehr gut. Ah. Legt sich hin. Was ist los? Was? Was legt das hin? Hast du Krampf gekriegt, wa? Ja. In der 89. Minute darf das immer passieren. Wenn ich so viel renne hier. Off. Meine Fresse. Das hat jetzt ausgesehen wie in einem Zombie-Film. Werden immer mehr. Ja. Naja. Aufgeholt haben wir. Spiel komplett gedreht haben wir auch. Nachdem wir uns gefunden haben, haben wir es klar dominiert. Vorne noch zu ineffektiv, aber gut.